Hallo, ihr Durchgelutschten, hier sind wir wieder bei PlaySample und weiter geht's mit Titanic. Keine Panik auf der Titanic. So, wir haben das quasi jetzt mit Truschula 22 fleißig ausgebaut. So muss es bei euch aussehen. Hier erstmal in schwarz. So sieht's bei euch bestimmt jetzt aus. Die Länge weiß ich immer noch nicht. Wie ich schon sagte, wir bauen von vorne nach hinten und dann können wir hier noch abschnippeln. So, wir haben hier quasi innen drinne, haben wir komplett weiß gemacht. Das hat den Grund, weil wir quasi jetzt die Kabinen machen. Und wenn wir jetzt hier diese schwarze Wolle lassen, dann ist das ja, das wird ja keine Gruft, die Hütte. Dann sind das quasi so, sozusagen schon die Wände sind das. So, machen wir hier wieder weiß. Dann teilen wir die Kabinen auf. Und dafür ist das gedacht, dass quasi jetzt, dass die Wände schon so sozusagen fertig sind. Das sind ja quasi dann die Wände. Sonst werden die ja komplett schwarz, das ist auf den Arsch. So, wir fangen jetzt erstmal an, hier mit dem Ausschnippeln. Und wie wir das am besten machen, hier mit, wie heißt es, den Kabinchen. Wenn ihr das so, ich würde sagen, ihr macht das quasi weiß. Und dann fangen wir jetzt erstmal an, bevor es jetzt wieder dunkel ist. Mal eben Bubu machen. Zack. Nur nachts. Ja, schon nachts für mich. Ja, auf jeden Fall, so kann man ja kaum was erkennen, großartig, wo die Kabinen kommen. Dann kann man das am besten hier, wo es auch weiß ist, das machen. Dann fangen wir hier einfach an. Mal gucken. Von vorne. Ich gehe mal erstmal wieder hier hin. Wo ist das? Ja. Hier ist die Spitze. Das lassen wir. Diese Seite. Hier ist die Spitze. Hier so, zack, zack. Dann würde ich sagen, wir fangen hier an. Hauen wir jetzt erstmal nur ein Loch rein. Das muss noch weg. So, jetzt erstmal hier wieder Bubu machen. Titanic hat ja ganz schön viele Aufrufe gekriegt. Also wart ihr schon richtig alle scharf da drauf. Ne? So, wir machen jetzt hier. Haben wir jetzt quasi ein Loch gemacht. Die Seite hier lassen wir frei. Das ist das Vorderteil. Oder mache ich noch einen nach hinten. Dass es nicht so beknackt aussieht. Moment, ich muss halt vom Weiten gucken. Nein, da machen wir etwas weiter nach hinten. Wo ist jetzt die schwarze Wolle, ey? Bin ich besoffen oder was? Ey. Das gibt's gar nicht. Ich spiele Minecraft die ganze Zeit und weiß jetzt nicht mehr, wo die schwarze Wolle ist. So, das machen wir wieder zu. Und dann müssen wir mal gucken. Hier ist die Vorderspitze. Dann, damit das einigermaßen aussieht hier. Lass mal die Spitze. Da können wir immer noch was ausschneiden. Wir fangen jetzt erstmal hier an. Wir machen jetzt. Hier mache ich eine rein. Die Seite lasse ich erstmal frei. Dann gehen wir von der anderen Seite, dass wir quasi jetzt wissen, aha, hier ist das Loch. Dann mache ich das zu. So, hier ist das Loch. So, jetzt fangen wir quasi so an. Wir machen hier eins rein. So wie die Figur auch drin steht. Das heißt quasi hier. Und dann wäre das hier die Decke. So kann das hier wieder zu. Schwarz. Zack. Und hier auch wieder zu. So, das ist ja quasi jetzt die Decke. So passt das. Wenn jetzt hier die Kabine wäre, das ist die Höhe, wo die Figur auch drin rumlaufen kann, wo ihr auch dann quasi Betten reinmachen könnt. Aber das machen wir später. Könnt ihr ja ein Stein oder zwei Steine, damit ihr wisst, aha, alles klar. Und dann geht das immer so weiter. Stellt ihr euch hier hin, da ein Stein, Loch, da drüber. So, dann haben wir ja quasi jetzt schon mal 1, 2, 3. Ne, 1, 2, 3 sei schon. 1, 2 und 3 müssen es sein. Das heißt jetzt quasi, dann wisst ihr genau, jetzt müssen wir hier noch einen hochjodeln. So. Nochmal 3. Dann ist hier wieder das Guckloch. Dann wäre hier die Decke. Dann muss hier noch einer drauf. So. Das ist dann quasi die Etage. Die Aufteilung für die drei Kabinen unten. So und so.
So muss das dann aussehen. So, aber ich würde erst sagen, ihr macht das quasi erstmal so, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, dass ihr quasi immer nur ein macht oder zwei. Damit ihr genau wisst, aha, alles klar, das ist die Kabinenaufteilung jetzt. So, jetzt fangen, können wir hier quasi wieder zumachen. Und dann haben wir genau die Höhe erstmal von der Titanic. Das so hoch wie das dann. Ja, so hoch. Und dann geht's weiter. Boah, das wird echt. Die Titanic, ey, da weiß ich nicht. Dann haben wir hier. Hier ist die Titanic. Da ist zu. Ja, passt so. Das ist jetzt das Maß. Und das müsst ihr dann quasi die ganze Zeit so machen. Jetzt ist aber die Frage, wie machen wir die Kabinenaufteilung? Wir können ja nicht überall jetzt die Löcher reinmachen wie so ein Schweizer Käse. Das ist eine gute Frage. Dann müsst ihr ja quasi von der anderen Seite gucken. So, wir müssen mal sehen. Wie groß ist die Kabine? Wie groß wird die Kabine? Ich meine, so groß waren die auch nicht. Jetzt testen wir das mal. Wir machen jetzt erstmal hier. Bauen wir erstmal ein bisschen aus hier. Da unten ist ja die Kabine. So, jetzt hier. Mache ich erstmal wieder hier zu. Aber macht das nicht komplett zu, weil ihr die Räume noch ausbauen müsst. Ich habe jetzt von hier aus angefangen. Ein Bett, bla bla bla. Mal gucken, wenn ich jetzt hier die Aufteilung mache. Sagen wir, hier ist die Kabine. Und hier wäre dann die nächste. Ich muss jetzt nur gucken, ob das Maß einigermaßen passt. Das wären so ein Abstand. Der muss näher sein. Das heißt quasi hier nochmal einen reinschlagen. Dann hätte ich 1, 2, 3, 4 Steine. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, muss eben gucken, die Aufteilung. Ja, so passt das. 4 Steine. Dann könnt ihr immer so durchgehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Da sieht man so kacke, ey. Wir machen das von der anderen Seite. Daumen haben wir ja gesagt, mit dem Weißen ist das besser. So, 1, 2, 3, 4. Stein. 1, 2, 3. Da haben wir schon den Fehler. Weil in schwarze Wolle sieht man das alles nicht. 1, 2, 3, 4. Dann zack. Hier wieder zu. Wieder zu. 1, 2, 3, 4. Dann Loch rein. Also beim fünften. 1, 2, 3, 4. Und dann fünften Loch rein. 1, 2, 3, 4. Fünften Loch rein. Aber jetzt muss ich von der anderen Seite wieder gucken. Ah, die muss ich eben zumachen. So. So muss das aussehen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen geschnallt. Ihr baut jetzt quasi erst hier vor. Also hier quasi kann man sagen, drei Steine, die Decke, dann wieder drei Steine, Decke, drei Steine. Und dann haben wir quasi fünf Steine. Im fünften kommt das Loch ein. 1, 2, 3, 4. Dann das Fenster, 1, 2, 3, 4, beim fünften das Fenster, hier auch so, Fenster. Das könnt ihr eine ganze Zeit so machen. Ja, das ist jetzt die Aufgabe, die ich euch jetzt gegeben habe erstmal. Oder vom Weiten jetzt erstmal gucken. Ja, die Aufteilung ist eigentlich gut, weil die Kabinen können ja auch nicht zu klein sein. Das waren ja keine Dixie-Klos, aber auch nicht so riesig groß. Das heißt quasi, wo machen wir die Abtrennung? Hier muss ich mal gucken jetzt. Also mal hier mache ich jetzt ein Stück Decke hin. Aber macht das nicht komplett zu. Das werde ich auch gleich nochmal sagen, warum. So, jetzt haben wir mal. Hier sind zwei Steine. Da sind zwei Steine. Wenn ich jetzt hier mache. Die Aufteilung.
Das ist eine gute Frage. Wie da, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Das sind eure Entscheidungen, wie groß die Kabinen sein sollen. So, wenn ich hier eine Aufteilung mache, da zwei Stück, hier zwei Stück da, zwei Stück da, zwei, zwei da. Sodass immer vier sind, glaube ich, das geht, ne? Vier. Aber das ist auch klein, ne? Vierer Kabine. Ja, das ist jetzt wieder eine Sache, wo ich noch fummeln muss. Aber ich habe ja quasi erstmal die Aufgabe, diese Löcher zu machen. Und dann könnt ihr, wie ich euch gesagt habe, hier erstmal eine Reihe setzen, damit ihr ungefähr wisst, wo es ist. So, komplette Reihe. Aber macht das noch nicht komplett zu, weil es geht um die um den Ausbau. Entweder wir machen das so, quasi, ich will das so machen, dass quasi ihr immer reingehen müsst, wenn ihr das jetzt ausgebaut hättet, und dann müsst ihr jedes Mal rein drum fummeln, aber wir machen das quasi von unten nach oben. Das heißt quasi, wenn wir das hier ausgeschnitten haben, bauen wir quasi hier, Beispiel jetzt, so jetzt, sagen wir mal, wir haben das jetzt alles ausgeschnitten, dann machen wir quasi hier ein Bettchen hin, ein Schränkchen hin, und hier ist ja auch noch eine Aufteilung, dann macht ihr das von oben alles, könnt ihr alles reinbauen, und dann, wenn ihr alles drin habt, dann zack zu, und dann kommt die nächste Etage drinne. So können wir komplett ausbauen, ohne jetzt jedes Mal in jeden einzelnen Raum rein zu popeln und hast nicht gesehen, das ist dann, dauert mir zu lange. So können wir quasi die erste Etage bauen, alles ausbauen, komplett Decke drüber, zweite Etage ausbauen, das ist leichter. So, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Ich habe jetzt quasi nicht viel großartig was gemacht, aber ihr habt ja jetzt quasi, die Aufgabe ist ja für euch gedacht, dass ihr quasi jetzt erstmal wieder die Löcherchen reinmacht. Und dann wisst ihr jetzt auch quasi das Maß von der Titanic, wie hoch die dann wird. Im Endeffekt wird die dann so hoch. Aber das ist natürlich falsch. Und ihr habt ja auch die Aufgabe, innen drin alles weiß zu machen. Wenn ihr das so gemacht hättet, innen drin, dann ist ja wie eine Gruftihütte, und außerdem verzählt man sich da leichter. Hier, wenn es weiß ist, dann sieht man es besser. Und wie wir das hier aufteilen, das muss ich noch gucken. Aber ihr habt ja quasi erstmal die Aufgabe, hier die Löcher reinzumachen und hier drin alles weiß zu machen. Ja, das war eigentlich schon wieder alles. Ich muss erstmal Montag, werde ich mal wieder zusehen, dass ich hier den Eiffelturm hochlade, weiter rumfummle. Und da habe ich jetzt mal auch hier wieder was zu tun. So. Das ist jetzt wieder dunkel. Auf jeden Fall ist das das Maß, Endmaß von der Titanic. Ich weiß gar nicht, warum die bei mir wieder so monstermäßig groß wird. Das ist die Arche Noah, ist das. Das ist nicht die Titanic. So, was haben wir denn noch, damit ihr auch ein bisschen was zu tun habt? Ihr habt ja quasi die Löcher, macht ihr jetzt rein. Das haben wir ja gemacht. Das ist das Endmaß, so hoch wie die Titanic wird. Erstmal die erste, quasi das erste, ist das schon, was ich meine. Dann, was kann ich euch noch anbieten, damit ihr ein bisschen was zu tun habt, bis ich wieder abgehe wie ein Flumian? Das kann ich auch nicht machen. Jetzt wollte ich quasi die Schrift dran machen: Titanic. Die kommt auch noch dahin. Warte mal. Wenn man hier eben mal, weiß ja nicht, ob das geht, auf die Schnelle. Ganz schnell, damit ihr auch ein bisschen was basteln könnt. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Es kommen ja nicht jeden Tag Videos. Und dann will ich euch wenigstens solche Aufgaben geben, damit ihr vielleicht ein, zwei Tage was zu tun habt. Es sei denn, ihr macht das mit irgendwelchen Kollegen, dann seid ihr quasi an einem Tag fast fertig. So, jetzt habe ich das jetzt mal gemacht. Jetzt muss ich eben gucken. Titanic. Am sechsten Fenster. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Das wäre hier das sechste Fenster. Sechste Fenster. Dann kann ich ja die das hier noch ausbauen. Blub, blub, blub. Ah, ich muss ja mal was nuckeln, sonst vergeht die ganze Zeit und dann habe ich nichts großartig gemacht. Das ist auch mal kacke. Dann machen wir quasi hier ab dem sechsten Fenster schreiben wir die Titanic da rein. Das kommt auch noch dahin. So, nächste Aufgabe, ganz schnell. Beim sechsten Fenster. Sechste Fenster, ja, machen wir sechste Fenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ab dem sechsten Fenster. Ja, machen wir so. Ab dem sechsten Fenster. Zack, zack. Ab dem sechsten Fenster schreiben wir Titanic da rein. Das heißt quasi, wir haben das jetzt hier. Hier ist das sechste Fenster und dann ab hier. Dann lassen wir einen frei. Und dann machen wir jetzt hier ein C rein. Ich glaube, die Größe passt. Oder wir machen ein Vierer. Ja, machen wir ein Vierer. Ta, i, yeah. Dann hier. I. Dann hier, zack. Aber Titanic könnt ihr aber selber schreiben, ne? Ha. Das ist die Größe. Dann hier ein. Dann da drüber ein. Und dann hier, zack. So quasi kritzeln wir jetzt die Titanic da rein. Einen freilassen. Und das machen wir weiß. Und Titanic könnt ihr ja selber schreiben. Aber damit ihr das Maß habt, wo ihr das dann reinschreibt. Ich will jetzt euch nicht jetzt einzeln alles da hinschreiben. Ihr seht das ja, die Buchstaben könnt ihr ja wohl bei Minecraft machen. Das ist ja kein Staatsakt. So, versetzt. Und zack. Und hier. Und dort. So, jetzt haben wir das ja schon mal so gemacht. Titanic haben wir noch nicht. Ein T, ein I und ein T fehlt noch. Auf jeden Fall wisst ihr quasi ab dem sechsten, habe ich hier sechste Fenster gemacht, ne? 1, 2, 3, 5, 6. Ab dem sechsten Fenster machen wir das. Und dann kommen quasi jetzt nur noch hier zwei Kabinen. Und das, da kommen gar keine Kabinen. Das heißt quasi, wir bauen dann hier erste und zweite Kabine. Die ist dann irgendwo hier. Und hier lässt ihr dann frei. Da bauen wir innen drinnen noch irgendwas rein. Aber dann habt ihr quasi erstmal eine Aufgabe wieder. Das schreibt ihr auch rein, die Titanic. Ja, da habt ihr erstmal wieder was fleißig zu tun. Mache ich euch das Tee auch noch, aber das ist ja läppisch, was ich jetzt mache für euch, ne? So. Ein I, zack. Und ein T, ein freilassen. Zack. Und dann haben wir das schon. Ne? Komm, jetzt habe ich es für euch gebaut. Den müssen wir so bauen. Und den weg. Und so, das war's jetzt. Titanic. So, so muss es dann aussehen. Habt ihr quasi die Titanic da drauf reingekritzelt. Je nachdem, wie man guckt. Auf jeden Fall, so muss es dann aussehen. Genau so. Dann hier oben kommt noch einer hin.
Und dann sind wir soweit fertig mit dem ersten, zweiten Video, jetzt wieder mit der Titanic. Moment, kommt da noch einer hin? Einer drüber? Nee, da muss einer frei sein. Genau, der muss weg. So, jetzt habt ihr jetzt mal wieder was zu tun. Baut die Kabinen erstmal so aus, die Buglöcher oder was ich was. Schreibt die Titanic dahin, so wie hier. Und dann würde ich sagen, ihr durchgelutscht. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge bei PlaySample. Jetzt sieht das noch ein bisschen komisch aus, aber das sieht immer am Anfang ein bisschen beknackt aus. Aber wenn wir es einigermaßen ausgebaut haben, wenn wir die quasi innen drinnen fertig sind und es nach oben geht, dann wird es immer interessanter mit den Schornsteinen und dann kommt noch alles dazu. Allen Schnicki Schnacki. Und dann würde ich sagen, schön weiterbauen und schön weiterschauen bei PlaySample und Telefon geht auch noch. Also die durchgelutschten, wir sehen uns wieder bei PlaySample und der Titanic oder den Eiffelturm.